Ja, hallo und willkommen meine Freunde zu einem neuen Transformers 5 News Update. Es gibt einige Neuigkeiten, die wollte ich euch mal wieder nicht vorenthalten, aber kommen wir erstmal zu dem schwarzen Truck, den ich in der letzten Episode kurz gezeigt habe. Es ist kein Transformer, es ist eine Privatperson gewesen, die diesen Truck umgebaut hat. Es gibt auch keine anderen Quellen, die belegen, dass dieser Truck in Transformers 5 auftauchen wird. Wie gesagt, das war eine Privatperson, die diesen Truck umgebaut hat. So ein bisschen Mad Max-Style mit reingemischt hat und ja, werden wir höchstwahrscheinlich oder garantiert nicht in Transformers 5 sehen. Auch wenn es schön gewesen wäre, weil ich finde, er sieht schon ziemlich cool aus, aber mit diesen ganzen Stacheln und diesen ganzen Klimbim, was da so dran hängt, einen Robot-Mode ja, zusammenzustellen, dürfte ein bisschen schwierig sein. Aber dennoch, cooler Truck, wenn man diesen Truck umgebaut hat, hat ganze Arbeit geleistet. Ja, weiter geht's aber mit den richtigen Transformers 5 News. Die Transformers Crew ist gerade in London zugegen, und zwar genauer gesagt im Lincoln Inn Fields in Holborn. Das ist ein Park in London, der 1620 oder so, also auf jeden Fall Anfang des 17. Jahrhunderts, angelegt wurde. Dort ja, kann man sich ausruhen und so. Und da an der Seitenstraße halt finden diese Dreharbeiten gerade statt. Es gibt auch einige schöne Bilder davon, aber zuallererstes wollte ich euch das Bild von Cogman zeigen. Irgendwie komme ich mit dem Namen nicht ganz klar, der ist nicht gut gewählt für einen Transformer. Auf jeden Fall haben wir hier das erste Bild. Es handelt sich hier um ein Aston Martin DB11. Der DB11 ist der Nachfolger vom DB10, den James Bond in Spectre gefahren hat. Der Aston Martin für James Bond wurde ja extra dafür gebaut für den Film, also das ist keine Serienproduktion. Aber der DB11 baut auf dem DB10 auf und hat auch einige Designelemente. Er hat einen V12-Motor, 608 PS und ja, zeigt mal wieder, dass die Transformers immer ganz besondere Fahrzeuge sind. Kommen wir auch gleich zu Hot Rod. Hier haben wir nämlich das erste Bild von Hot Rod im Old Mode, und zwar den Lamborghini Centenario, wie gesagt. Ein limitiertes Exemplar auf 40 Stück und ja, sieht sehr, sehr cool aus. Ich bin mal gespannt, wie der im Robotermodus so rüberkommt und ja, dürfte interessant werden, gerade weil diese beiden Cogman und der Lamborghini in dieser besagten, also in diesem Park an der Seitenstraße da, wie gesagt, gesehen wurden. Ja, weiter geht's. Wir haben Barricade und Bumblebee in London gesehen. Bumblebee hat einige sehr interessante Fahrdrifts dort angelegt. Also er scheint da wirklich zur Sache zu gehen. Außerdem waren natürlich da Mark Wahlberg und Laura Haddock, diesmal in ja, keinen zerrissenen Klamotten, sondern in ganz normalen, schicken Sachen sozusagen. Ja, wir dürfen interessant sein, worum es da geht. Ich denke mal, das spielt noch vor der Szene mit dem U-Boot. Weil, wie gesagt, die Mark Wahlberg hat noch ein ganz intaktes Gesicht, sagen wir mal, also keine Abschürfung oder so. Und Laura Haddock sieht auch noch ziemlich sticke aus. Also da wird es wahrscheinlich vor der Aktion mit dem U-Boot spielen. Weiter haben wir große Neuigkeiten. Stanley Tucci ist wieder mit an Bord in Transformers 5. Das hat er letztens erst von der Pressekonferenz, glaube ich habe das Video irgendwo gesehen, auf der Pressekonferenz gesagt, dass er in Transformers 5 wieder mit dabei sein wird. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Heißt das wieder, dass KSI mitkommt oder wieder mit an Bord ist in diesem Transformers 5 Film? Oder ist es einfach nur, dass er sich davon abgesagt hat und ja, jetzt auf den Seiten der Autobots steht? Was noch ganz interessant ist, also wie gesagt, wir haben Cogman gesehen. Ob er synchronisiert wird von Anthony Hopkins, weil ich glaube, Anthony Hopkins wird da nur eine Sprechrolle haben. Und er wird Cogman höchstwahrscheinlich sprechen, weil Anthony Hopkins gerade mit Thor Ragnarok gerade ja, die Dreharbeiten sind. Wir haben ein Bild gesehen, wo er so total wie so ein Penner rumläuft und so. Und ich glaube, größere Rolle in Transformers 5 wird er physisch nicht darstellen. Also wie gesagt, er wird höchstwahrscheinlich die Stimme von Cogman sein. Und ja, wie gesagt, zum Namen Cogman habe ich ja schon gesagt, kann ich mich nicht ganz so anfreunden. Aber der Old Mode ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aston Martin finde ich sowieso sehr, sehr cool. Und ja, wie gesagt, was wird die Story sein? Wir wissen, dass Optimus Prime nach Cybertron reist, ob er was da finden wird, wieder zurückkommt. Aber so richtig auf der Seite der Bösen haben wir jetzt nur Megatron. Ja, welche Rolle spielen die Menschen in Transformers 5? Ich habe sowieso schon wieder im Video ein Set-Video von Michael Bay gesehen, wo alles explodiert und die Soldaten wieder kämpfen. Das macht mir schon wieder Angst, weil ich will nicht Menschen sehen, gegen die die gegen Roboter kämpfen, sondern ich will Transformers gegen Transformers sehen. Und nicht irgendwelche wildgewordenen Soldaten, die mit kleinen Maschinengewehren auf Transformers feuern. Also das finde ich nicht in Ordnung.
Das Einzige, was sein könnte, ist, dass Menschen auf der Seite der Decepticons arbeiten und Menschen auf der Seite der Autobots. Also wenn die Menschen sich gegenseitig bekämpfen, oh, sollen sie machen. Aber dass Megatron böse ist, wissen wir ja. Dass er das Artefakt haben will, wissen wir höchstwahrscheinlich auch. Die Frage ist halt bloß, ob Megatron mit Menschen zusammenarbeitet und denen was verspricht, was ich eigentlich ziemlich bescheuert finden würde, weil das hatten wir schon in Age of Extinction. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Würde mir jetzt nicht ungefähr ja, zusagen. Also wie gesagt, die Story ist in groben Zügen bekannt, aber was die Absicht der Bösen sozusagen ist, liegt noch völlig im Dunkeln. Also wie gesagt, die ganze Story wurde nicht enthüllt. Wir haben eigentlich nur Ansätze gefunden, dass Optimus Prime halt ein Artefakt findet, wieder zurückreist und ja, um Cybertron zu retten. Ob es sich dort auch um Zeitreisen handelt, bin ich nicht ganz so schlüssig. Könnte sein, weil dieses Bild halt zeigt, wo Optimus Primes Bein ist, wo Mark Wahlberg darüber liegt. Ob Optimus Prime zurückgereist ist, dort dieses Artefakt finden wollte, wie auch immer, keine Ahnung, wie sie in die Zeit zurückreisen wollen. Könnte sein. Ist ein bisschen interessant, ich bin der Idee nicht abgeneigt, aber ja, wir werden sehen. Man kann auch sagen, dass die Dreharbeiten zu Transformers 5 ziemlich viele Locations beinhalten. Wie gesagt, wir haben Amerika sowieso, dann haben wir London, dann geht's danach nach Norwegen, glaube ich, und dennoch Island. Also wirklich sehr, sehr interessant und ich bin mal gespannt, wie das im Film so rüberkommt. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Das waren die Transformers 5 News Updates. Und ja, wenn wieder was Neues kommt, werde ich euch selbstverständlich informieren. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal.